Mahlzeit, meine Damen und Herren. Es geht rund an den Märkten, zumindest an der Wall Street. Da muss man sich fragen, sind die alle verrückt geworden da drüben? Neue Handelsgespräche sind terminiert oder besser gesagt anvisiert im Oktober zwischen den USA und China. Und das hat die Wall Street gestern fast so ein bisschen ausflippen lassen. Wir haben enorme Kurszuwächse gesehen, besonders die Chipwerte waren gefragt. Und da muss man sich doch schon so ein bisschen fragen, wieso? Gut, neue Gespräche sollen stattfinden, aber ich denke, wir haben im Vorfeld eigentlich alles schon geklärt, oder? Anfang der Woche kamen aus China die Ansagen, wir sind der USA so weit entgegengekommen, wie wir nur konnten. Jetzt ist Donald Trump am Zug. Er hat die Möglichkeit, die Pattsituation zu lösen. Donald Trump ist aufgewacht, via Twitter hat er sofort geantwortet, also Handy zur Hand, raus. Und dann hat er China direkt mal eine Breitseite verpasst. Die Verhandlungen laufen gut, aber unterm Strich hat er auch gesagt, wir werden China auch kein Stück weiter entgegenkommen. Also alles wie gehabt, Gespräche werden angesetzt, Gespräche finden statt und irgendwann kommt der Tweet von Donald Trump und alles ist wieder vorbei. So könnte es laufen. Ich denke sogar, dass es so laufen wird. Aber das Gute daran, die Gespräche sollen erst im Oktober stattfinden. Vorher wird jetzt ein bisschen auf unterer Ebene gesprochen und den Weg für die Großkopferten bereitet. Ja, okay. Und dann Ergebnis könnten wir vielleicht wissen, aber wie gesagt, erst im Oktober. Deswegen können wir einen guten September sehen und wir müssen gucken, was machen die Notenbanken, denn die haben jetzt einfach mal freie Fahrt. Der Handelsstreit wird nicht belasten. Brexit-Thema haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, wahrscheinlich auch verschoben. Hinten raus Oktober, wenn nicht sogar noch länger. Neuwahlen könnte es vielleicht am Montag dann doch geben oder da gibt es zumindest die neue Abstimmung. Aber trotzdem, der September ist eigentlich von den großen Themen Handelskrieg, Brexit, befreit. Also haben wir freie Fahrt. Der DAX hat gestern ja auch schon ganz gut zugelegt. Heute ist er wieder ein bisschen verhaltener. Heute kommen die US-Arbeitsmarktdaten und von daher ist natürlich auch die große Frage, was macht die Fed? Trump will den großen Zinsschritt 0,5 Basispunkte nach unten. Jerome Powell hat angedeutet, vielleicht 0,25 nach unten. Man weiß es nicht genau. Hängt natürlich auch so ein bisschen von den Konjunkturdaten ab. Und da müssen wir gucken, wie ist heute der Arbeitsmarkt? Präsentiert er sich robust? Wieder schlecht? Dann könnte die Fed sagen, wir müssen nicht handeln. Unterm Strich muss man ja auch sagen, vielleicht müssen die auch gar nicht handeln, weil es läuft ja eigentlich so richtig rund zwar nicht, aber es läuft auch nicht so schlecht, dass man jetzt sagen müsste, die Fed müsste unbedingt eingreifen. Von daher ist immer so ein bisschen jetzt die Frage, was macht die Fed? Aber die hat natürlich auch, muss ein bisschen auf den Dollar achten. Und da kommt ihr vielleicht so ein bisschen zugute, dass nächste Woche schon die EZB dran ist. Mario Draghi auf seiner letzten geldpolitischen Sitzung, danach hat er noch eine, aber da wird nicht über die Zinsen oder über irgendwas entschieden, sondern nächste Woche, Mittwoch, da geht es um die Wurst. Das ist das letzte Mal, dass er angreifen kann. Und es wird viel auch hier spekuliert. Verabschiedet er sich mit einem großen Knall, nimmt die Anleihenkaufprogramme wieder auf, pumpt wieder ordentlich Geld in die Märkte und verpasst den Banken vielleicht noch eine vor den Latz und sagt, hier der Einlagenzins, den erheben wir auch nochmal hoch. Ist die große Frage, was wird er machen? Wird er nur ein bisschen rumdrucksen? Aber ich denke, er wird sich schon mit einem kleinen Knall verabschieden und wird zumindest das Anleihenkaufprogramm wieder aufnehmen und neues Geld in die Märkte pumpen. Kommt den Aktienmärkten zugute. Ob es den Banken und den anderen hilft, weiß man nicht genau. Wenn die Nachfrage nicht da ist, wer soll es kaufen und warum sollten die Unternehmen investieren? Die Situation oder die Zinsen sind jetzt schon günstig für Unternehmen, um zu expandieren, aber sie tun es nicht so richtig. Warum? Weil die Nachfrage vielleicht auch nicht da ist. Wenn nicht mehr gefragt wird, kann ich auch nicht mehr produzieren, wenn ich einen gesunden Ausblick für mein Unternehmen habe. Das ist also so ein bisschen das Problem und mal gucken, ob es das überhaupt lösen kann, wenn Draghi jetzt nochmal Anleihenkäufe macht. Aber wir sehen, der DAX gestern hat er auch gefeiert, heute ist er wieder ein bisschen verhalten. Wir warten auf die Arbeitsmarktdaten und wir haben dann noch bei den Tops und Flops, ganz klar, gucken wir nur auf den ersten Wert und das ist ThyssenKrupp. Die Aktie heute wieder im Plus, trotz Abstieg aus dem DAX. Also die Abschiedstour hat ja gestern schon mit einem Riesenkursplus begonnen. Heute ThyssenKrupp wieder einer der stärksten Werte. Warum? Na klar, man hat die Aufzugssparte, die Perle des Unternehmens, ins Schaufenster gestellt. Die ersten haben schon reagiert. Der finnische Aufzughersteller Kone hat sich gestern schon zu Wort gemeldet, gegen späten Abend, hat er gesagt, natürlich haben wir Interesse an der Aufzugssparte von ThyssenKrupp. Kartellrechtliche Bedenken auch direkt mal beiseite gewischt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel ist Kone bereit zu zahlen? Andere sagen, zwischen 12 und 15 Milliarden Euro ist das Geschäft wert. Kommt Kone irgendwie in diesen Bereich, dann kann ThyssenKrupp wohl kaum Nein sagen. Man weiß es noch nicht genau, aber die Aufzugssparte, die Fantasie darüber treibt die Aktie wieder. Wir sehen es, wir gehen wieder Richtung 2,50, wenn der Widerstand hier kann ja vielleicht geknackt werden. Die Aktie ist bei uns in der Watchlist. Wir haben ja schon bereits im Vorfeld in den vergangenen Sendungen gesagt, DAX-Abstieg für ThyssenKrupp, kein Beinbruch. Jetzt beginnt die Abschiedstour am 23. September, ist dann Schluss im DAX.
Und in den unteren Regionen im MDAX kann man sich vielleicht auch ein bisschen ruhiger restrukturieren. Da wird nicht alles so exakt auf die Goldwaage gelegt. Dann kommt ThyssenKrupp vielleicht mal ein bisschen zur Ruhe und natürlich auch der Kurs und die Anleger. Und wenn dann jetzt eine vernünftige Restrukturierung greift und vielleicht auch noch die Aufzugssparte verkauft wird, dann ist es gut möglich, dass wir diesen Widerstand hier bei 12,50 Euro knacken. Und dann sind wir dann schon auf dem Weg Richtung 15 Euro. Wir verfolgen das Ganze weiter, weil die Aktie ist bei uns auf der Watchlist. Da kommen wir gleich auch nochmal zur Watchlist. Es gibt nämlich zwei neue Werte, die ich aufgenommen habe. Und deswegen gucken wir dann auch nochmal auf ThyssenKrupp. Goldpreis müssen wir auch drüber reden. Heute sehen wir es wieder im Minus. Gestern hat er schon kräftig nachgegeben. Zeichen dafür natürlich Handelskrieg. Die Zeichen deuten auf Entspannung. Brexit, Entspannung. Italien, neue Regierung, Entspannung. Also heißt im Umkehrschluss, die Anleger schalten wieder ein bisschen mehr auf Risk on. Und das heißt natürlich, woher kommt das Geld? Wir gehen wieder ein bisschen aus Gold raus, das ja als sicherer Hafen in der letzten Zeit galt und deswegen mehr an den Aktienmarkt. Gestern haben wir einen Rücksetzer gesehen und heute sehen wir auch noch einen kleinen Rücksetzer. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, was die EZB macht. Schwacher Dollarpreis. Wenn die EZB jetzt tatsächlich die Geldschleusen öffnet, könnte das natürlich den Euro weiter schwächen. Der steht zurzeit aktuell so um die 1,10 Euro für den Dollar. Und wenn der Dollar jetzt hier noch stärker wird, dann ist das natürlich eine Belastung für den Goldpreis, die sich auch weiter fortsetzen könnte. Von daher muss man das Ganze jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ist ja auch immer so, ne? Jetzt auf einmal nach dem Anstieg hier kamen alle raus, die ersten schreien schon 2000 US-Dollar und alles und der Hype geht wieder los. Und das ist ja auch so ein kleines Anzeichen dafür, dass man vielleicht wieder ein bisschen vorsichtiger werden müsste. Vielleicht ist der September jetzt kein guter Monat für Gold, weil wir haben ja gesagt, die Zeichen stehen bei den drei großen Wolken auf Entspannung. Oktober dann, wenn der Handelskrieg wieder richtig Fahrt aufnimmt, wenn Donald Trump vielleicht mit dem Tweet alles wieder vom Tisch wischt, dann Gold wieder da. Deswegen muss man ein bisschen drauf gucken, auf die Watchlist setzen und vielleicht ergeben sich ja Chancen. Und damit sind wir auch schon bei der Zwiebel des Tages und das ist Barrick Gold. Und da müssen wir natürlich sagen, Goldpreis fällt und dadurch haben die Minenwerte gestern auch ordentlich einen auf die Mütze gekriegt. Und wir sehen es hier, ich habe mal einen langfristigen Chart mitgebracht. Im Beinbruch im Chart ist der Rücksetzer jetzt hier von 7,3% eben nicht so wirklich, wenn man auf den langfristigen Chart guckt. Der Abwärtstrend hier hat den Seitwärtstrend, jetzt geht es wieder auf, jetzt schnaufen wir ein bisschen durch, weil auch der Goldpreis ein bisschen nachgibt. Deswegen natürlich auch, wer Interesse an Goldminenwerten hat, der sollte sich auch jetzt Barrick Gold ein bisschen auf die Watchlist setzen. Rücksetzer hier, wie gesagt, können auch Chancen sein. Es ist kein Beinbruch, dass wir jetzt hier mal so einen richtigen Bauchplatscher gesehen haben. Barrick Gold auch nicht der einzige Wert. Die Minenwerte hat gestern überhaupt generell ein bisschen durchgeschüttelt. Wie gesagt, liegt ein bisschen am Risikoverhalten, auch ein bisschen der Anleger. Die haben jetzt wieder ein bisschen geswitcht und dann ist Gold ein bisschen außen vor und dann fällt der Goldpreis ein bisschen und dann kriegen es natürlich die Minenwerte doppelt und dreifach ab. Von daher auch auf die Watchlist setzen, hingucken, wer ein bisschen Mut hat. Im Oktober, meine Vorhersage so ein bisschen, wenn Donald Trump den Handelskrieg wieder voll aufblühen lässt, weil China nicht weiter entgegenkommt und er ja stur bleibt, wovon ich ausgehe, dann werden wir spätestens Mitte bis Ende Oktober hier wieder eine Eskalation sehen und dann wird natürlich auch wieder Gold und die Minenwerte, die dann nachziehen, wenn der Goldpreis steigt, wieder interessant fürs Depot. Also einmal schön beobachten und gucken, wo sich die Chancen ergeben. Dann kommen wir zu zwei Werten. Ich kann ja immer nicht drüber reden, dass alles nur sich auffällt und das nicht verfolgen. Daimler, unser neuer Kandidat auf der Watchlist. Wir sehen es hier. Wir haben so ein bisschen Erholung generell in der Automobilbranche. Ich habe es gestern schon ein bisschen erklärt. Die Lage hält sich auf. Die Analysten werden freundlicher. Es gibt wieder Kaufempfehlungen für VW, für Daimler und alles. Und wenn jetzt der September gut wird, und dann könnten auch die Autowerte ein bisschen wieder nachholen. Und die haben ja schon über 20% in diesem Jahr verloren. Und wir wissen ja, Anleger im Großen und Ganzen lieben solche Stories, wenn es die Aktie ausgebombt hat und wenn eine Erholung kommt, wenn sich so ein bisschen eine Trendwende andeutet. Und das könnte im September jetzt bei den Autowerten durchaus möglich sein. Die Kursziele für Daimler ja bei den letzten Empfehlungen lagen zum Beispiel bei 59 Euro oder bei 55 Euro. Also sind wir hier ungefähr hier bis hier oben. Also von daher sehen wir, ist noch eine Menge Luft. Wenn der September also so bleibt, Donald Trump die Füße stillhält, könnte es durchaus eine Erholung bei den Automobilwerten geben. Deswegen Daimler bei uns auf die Watchlist. Und einen Zulieferer nehmen wir auch. Und dann nehmen wir Faurecia, französischer, nicht Continental. Wir wollen das Risiko ein bisschen streuen und setzen auch mal auf den Kakaron sind sie zu Hause. Und hier sehen wir dann heute natürlich ein bisschen im Minus, aber wenn wir auf den Chart gucken, könnte sich hier vielleicht wieder mal eine schöne W-Formation andeuten. Heute haben wir einen kleinen Rücksetzer. Aber wenn sich die Lage generell ein bisschen aufhält, dann können natürlich davon auch die Automobilzulieferer profitieren. Leoni zum Beispiel hat nach totaler Ausbombung
zuletzt ja auch sich ganz gut erholt, über 25% plus gemacht, nur innerhalb einer Woche. Also es wird wieder ein bisschen gespielt und deswegen geht VRC ja auch bei uns auf die Watchlist. Sie sind gut mit Sitzen unterwegs und alles und haben Preise gewonnen für ein ganz neues System. Sie sind mehr so in der Vernetzung des Automobils zu Hause. Displays, die über das ganze Cockpit reichen und alles, damit Sie ein bisschen einschätzen können, was Sie genau machen. Sitzsystem, was dem Fahrer genau benachrichtigt. Entschuldigung, du bist jetzt müde, mach mal ein Päuschen oder so. Und das gehört alles dazu, was VRC ja so macht. Da haben wir so einen kleinen Überblick. Die Aktie kommt auch in unsere Watchlist und deswegen gucken wir zum Abschluss natürlich nochmal auf die Watchlist drauf. Und sehen es VRC und Daimler natürlich heute ein bisschen schwächer. Die Aktien haben ja in der Woche gut performt, aber deswegen haben wir trotzdem sie jetzt reingenommen. Dann haben wir ThyssenKrupp, wir sehen 7% im Plus. Auch bei Lynas tut sich wieder ein bisschen was, 3,34%. Ein Grund dafür ist nicht so richtig auszumachen. Ich habe heute mal ein bisschen geguckt, RWE im Plus. Cochlear, mein Medizintechnikunternehmen, schlägt sich nicht ganz so gut. Muss man ja auch mal ein bisschen zugeben. Apple wieder im Plus. Disney kommt auch langsam wieder in den grünen Bereich. Init liegt vorne. BBB Biotech wackelt auch so ein bisschen. Und Wirecard, wir haben ja die Woche auch genug drüber gesprochen, mittlerweile 7% auf der Watchlist im Plus. Also insgesamt kann man so ein bisschen doch eher zufrieden sein, als dass man sich über diese Watchlist grämen muss. Von daher gucken wir, wie es weitergeht. Nächste Woche natürlich interessant und ich rechne mit einem guten September. Und damit sind wir dann noch für den guten September. Da können Sie ja auch nochmal mitspielen. Ich rufe noch heute zum letzten Mal auf. Letzte Chance heute Abend nach DAX-Schluss oder nach die Schlusskurse von heute Abend. Zählen für die Werte, die ins Rennen gehen, um das T-Shirt vom Hulk. Gestern hatte ich es an. Heute Abend startet das Gewinnspiel, geht bis Ende September. Posten Sie unten noch eine Aktie, die Sie ins Rennen schicken wollen, damit Sie an dem Gewinnspiel um das T-Shirt teilnehmen können. Heute also die allerletzte Möglichkeit. Spielt mit. Bitte spielt mit und dann haben wir hier nicht nur die Watchlist, über die wir reden können, sondern haben wir auch eine Gewinnerliste, über die wir reden können. Da sind sehr interessante Aktien bislang drauf und über die können wir dann natürlich auch reden. Und wenn Sie noch die eine oder andere Aktie haben, über die ich reden soll, spielen Sie mit oder posten Sie einfach unter und Mr. Mahlzeit eine Aktie, über die wir hier sprechen sollen. Dann rede ich da auch drüber, sofern ich die Aktie kenne und kommen Sie mir jetzt nicht mit den absoluten Exoten, aber selbst die würde ich mir angucken. Also, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Montag sehen wir uns wieder bei Mr. Mahlzeit. Erholen Sie sich gut. Bis dahin.